Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ey, yo, bitte, komm, gönnt doch einmal im Leben. Ich trinke sogar euer Produkt. Sponsert mich. So lecker, lecker, lecker. So gut. Einmal im Leben, Digga. Nur so 20.000 pro Video. Digga, die würden mich so auslachen. Die würden sagen, ey, guck mal, bei dem läuft sein Kanal gar nicht, Alter, und der will Sponsoring. Ihr kennt hier noch alle Max Bielefeld, yeah, der coole Dude, der 20 Mal im Jahr Geburtstag hat und sich durch Stream-Spenden eine PS5 finanzieren wollte. Ja, der wollte ja so, yeah, Leute, spendet mir bitte Geld, ich brauche das Geld für eine PS5. Und er hat auch in dem Stream gesagt, ja, ich habe morgen Geburtstag, also wäre voll cool. 2 Tage später hatte der wieder Geburtstag. Keiner gönnt dir was auf dieser. Keiner auf dieser Welt gönnt dir was. Und ja, Digga, er macht einfach. Wie soll ich sagen? Er hat dann noch einen Stream gemacht für seinen Führerschein. Und jetzt macht er einfach einen Stream, Digga. Haltet euch fest. Gönnt mir eine Rolli. Gott bist Hättest du wohl gerne, oder? Gönnt mir eine Rolli, Digga. Gönnt mir eine Rolli. PS5, Junge. Er hat so 10 € bekommen oder so. Will noch irgendjemand Moderator werden? Ja, Mann, ich will unbedingt bei dir Moderator werden. Das ist das Coolste, was man auf jeden Fall im Leben haben kann. Ja, Mann, ich bin bei Max Bielefeld Moderator. Sehr geil, Alter. Mach dir keine Hoffnung. Bruder, nimm das nicht zu ernst, als ob ich jetzt wirklich denke, dass ich das Geld für eine Rolli kriege. Also klar, wenn ich es schaffe, wäre es natürlich geil. Aber wenn nicht, ist natürlich auch gut. Hä? Zu 100% weiß er selber, dass er niemals 10.000 € und was für 10.000 €? Digga, wo in welchem, auf welchem Planeten kriegst du so eine Uhr für 10.000 €? Wir sind bei 4,99 €, also es fehlt noch 1 Cent, dann sind wir bei 5 €. Das ist einfach so eine krasse Zeitverschwendung. So, keine Ahnung, geh doch irgendwo arbeiten, Alter. Du kriegst die Stunde über 10 €, du kriegst über 11 € die Stunde. Ja, bei einem richtig geilen Job, Digga, kriegst du vielleicht sogar 20 € die Stunde. Nein, Digga, er streamt 2 Stunden lang, gönnt mir für eine Rolli und kriegt 2 Cent. Digga, der Stundenlohn ballert mies, Junge. Ach so, im Übrigen, ja, der Monkey hat mich auf Instagram angeschrieben, hat gesagt, wo bin ich ein Abzocker? Dann habe ich ihm halt nicht geantwortet, weil ich halt dachte, Digga, warum soll ich dem antworten? 2 Minuten später hat er mich blockiert. Guck mal, einer schreibt, 90% beleidigen dich. Okay, Leute, ich sag euch mal was, okay? Jeder kann sich sowas hier machen, okay? Das ist freiwillig, ich zwinge niemanden dazu. Und wenn 90% mich haten, finde ich das okay. Weil dann habe ich 10%, die mich cool finden. Ja, Mann, Digga. Und ich bin der Osterhase mal wieder. Digga, wenn mich 90% haten, Digga, wenn ich auf der Straße angespuckt werde, finde ich das völlig okay. Aber dann habe ich 10%, die mir dahinter stehen. Chillig 10%. Und diese 10%, die habe ich dann, die gehören zu meiner Community. Deine Community. Was hat der für eine Community? Ich sag's gern nochmal. Was hast du für eine Community? Du bist ein Strolch und mehr nicht. Lieber habe ich 90% Hater und 10%, die hinter mir stehen. Anstatt 100% Hater. Ich glaube, Digga, du hast doch einfach nur 100% Hater. Ich glaube wirklich, dass kein Mensch hinter dir steht. Ich glaube, die ganzen Spenden, das ist einfach dein Kollege, der neben dir sitzt. Nein, mit dem Führerschein hat leider nicht geklappt. Mit dem Führerschein hat leider nicht geklappt. Merkst selber, oder? Aber für eine Rolli klappt bestimmt. Dummer Hund. Der hat auch so mal gestreamt, ja, und hat dann so mit seinem Soundboard, keine Ahnung, so Monte-Sounds eingefügt, wie er so gelacht hat und so ein Scheiß, und hat dann gesagt, er wäre bei Monte zu Hause. Also wer auf so eine Kacke reinfällt, ich glaube, der hat wirklich einen kompletten Dachschaden, Alter. Und wer sich sowas überhaupt überlegt, Digga, ich hätte übel Bock, eine Glasflasche über den Dötz zu ziehen. Das ist dann noch so schlecht umgesetzt, dass das eigentlich niemand glaubt. Das glauben vielleicht so 6-jährige kleine Kinder und die. Digga, und das ist wirklich noch das Highlight. Die glauben das dann noch so und spenden ihm Geld, dass Monte die grüßt. Ganz miese Nummer, ganz miese Nummer. Monte, die denken wirklich, weil die Musik an ist, dass du nicht reden kannst. Sag bitte jetzt nochmal Hallo, Monte. Ja. Und die Musik läuft trotzdem weiter. Ja, ich lüge auf jeden Fall, Digga, es ist einfach. Real Talk, wenn du irgendeine Krankheit hast, dann tut es mir wirklich leid. Und ich glaube, du hast eine Krankheit, weil ich glaube, kein normaler Mensch würde sowas machen. Das habe ich schon in meinem letzten Video gesagt. Wie kann man so auf sein Gewissen pfeifen und sowas machen? Der Typ hat doch irgendeine Störung im Gehirn. Für eine Rolli Spenden sammeln, Digga. Jungs, jetzt geht's los, Digga. Jetzt geht's los. Meine Freunde der Sonne, ich würde sagen, ich erstelle mir jetzt auf jeden Fall Spendenlink, ja, weil ich will eine eigene Villa für 10 Millionen. Könnt mir gerne spenden. Ciao Leute, haut rein, bis zum nächsten Video.